Hallo Leute, wir sind im Collection Update. Part, keine Ahnung, guck's oben. Motherfucker. Nein, hallo Leute, willkommen zu meinem Neuzugänge-Video Juni, also für Juni. Ich weiß es gar nicht, welcher Part, ich glaube 11 oder 12. Müsst ihr gucken. Seht ihr oben dann, ich mach's wieder oben. Machen wir es wie immer, ich fange mit den Spielen an, wo ich am wenigsten gekauft habe. Erstmal mit dem PS1-Spiel, Star Ixionion, glaube ich. Ist so ein Weltallspiel, habe ich noch nicht gespielt. Ja, ich weiß, dass es nicht gut, so gut ist, aber ich glaube, für PS1-Verhältnisse ist es mal nicht schlecht. Und ich habe es sehr günstig gekauft, für 8 Euro, glaube ich, war das. Deswegen bin ich dann jetzt nicht so enttäuscht. Ja, dann Blood Rain 2. Haben mir viele gesagt, das ist ja geschnitten und wie kannst du das kaufen? Ja, ich habe da nur 2 Euro oder so viel bezahlt, Leute. Und das war neu, deswegen war mir das egal. Also, ist eh nur ein Spiel, was ich einmal, wenn ich es durchspiele, dann steht es im Schrank. Also, was soll's? Shit's happen. Ja, und dann ein Spiel, was ich zum Geburtstag bekommen habe, von meiner Nichte, Sam und Max. Season 2, Halbzeit, ne, Allzeit bereit, wo muss ich mal Halbzeit sagen? Ist leider drauf. Ja, ist ein Point-and-Click-Adventure und ist das ein Point-and-Click-Adventure eigentlich? Ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe die meisten Spiele hier noch nicht gespielt, weil das Wetter so heiß war, weil ich viel auf YouTube gemacht habe. Also jetzt nicht mehr sagen, warum kaufst du die Spiele, wenn sie nicht spielst? Ich spiele die irgendwann nur bei dem heißen Wetter, gesagt, ich gehe lieber raus, als zu spielen. So. Wie leg ich denn das am besten hin? Hast du alles drauf? Ja, gehst du gleich schon mit der Kamera so? Ich muss dich ja wieder anüben, du warst lange nicht mehr da. Dann machen wir jetzt die PSP-Spiele. Ja, das war ein Mega-Seller in Japan von Namco, Gods Aether Burst oder Burst. Steht ja auch hier in Japan bereits millionenfach verkauft. Ja, ist sowas wie Monster Hunter und, wie hieß es nochmal? Lord of Arcania. Habe ich auch noch nicht gespielt, sieht aber sehr gut aus und hat einen Anime-Look und das gefällt mir sehr gut. Deswegen habe ich es mir auch schenken lassen. Ich wollte gerade dann kaufen. Du hast mir das geschenkt. Ist ein tolles Spiel. Nein, es ist echt gut. Aber ich werde es noch spielen. Ich habe, wie gesagt, viel nicht davon gespielt. Aber das ist ein gutes Spiel. Das hätte ich mir sonst selbst gekauft. Und es hat doch nur noch 25 Euro gekostet oder so. Was? Sag ich dir da nicht. Ach so. Ich habe aber mal geguckt. Jetzt kostet nur 25. Metal Slug X, Double X meine ich, das habe ich mir selbst gekauft. Ja, jeder, der Metal Slug gespielt hat, weiß, was ihn hier erwartet. 2D-Scroll, rechts, links, ausweichen, ballern. Sehr toll, sehr gut. Kann man sehr, wenn man solche Spiele mag, kann man das empfehlen. Kostet auch nur 9,99 €. Dann Secret Agent Clank. Ja, ist ein tolles Agentenspiel mit den Robotern aus Ratchet und Clank. Gefällt mir sehr gut, hat sehr viel Humor. Nimmt sich selbst auf die Schippe das Spiel. Hat das eigentlich auch ein Bild gehabt? Nee. Bei der normalen Edition wäre jetzt hier noch ein Bild drin gewesen. Das ist der einzige Vorteil jetzt gegen diese Edition. Also diese Essence Tales Serie. Aber ich finde die jetzt nicht schlimm. Weil ich steht eh nur im Traum. Ich finde das jetzt nicht hässlich. Also mich stört es nicht. Außen kriegt man so mehr in seine Sammlung. Ja, habe ich auch noch nicht gespielt. Und ja. Ich liebe Ace Combat. Jeder weiß das. Und es wird gut sein. Da bin ich mir sicher. Der zweite Teil auf der PSP ist gut. Die PS2-Teile sind gut. Ace Combat ist gut. Ich freue mich auf den neuen Teil, der dieses Jahr noch erscheinen wird für die PS3 und Xbox 360. Ja, da gibt es nicht zu viel zu sagen. Wenn ihr Flugzeugspiele mögt und nicht so realistisch, dann ist Ace Combat genau das Richtige für euch. Dann ein Rollenspiel, das habe ich jetzt letztens im Pack. Valkyrie Profile Lynette. Ja, habe ich mich vertan. Das ist nicht die englische Version, sondern die amerikanische Version. Nur ich habe das aus England bestellt und deswegen habe ich wohl auch englische Version gesagt. Läuft aber auf der PSP, auf jeder deutschen PSP. Weil meines Wissens haben das nur UMD-Filme, dass man nicht die auf jeder PSP gucken kann. Also zumindest ich weiß das so. Also ich habe ja auch Nuna und das kann ich auch auf meiner PSP spielen. Habe ich auch noch nicht gespielt, aber ich kenne die PS1-Version, ist ein schönes Spiel und ja. Gibt's ganz billig eigentlich für 20 Euro. Und wer die deutsche kaufen will, die kostet neu 80 Euro oder 70 Euro, dann könnt ihr euch doch trotzdem die englische oder die amerikanische kaufen, weil das Spiel selber ist auf allen Spielen, auf Englisch, Amerikanisch oder Deutsch, alles Englisch, bei der Deutsch ist nur die Anleitung Deutsch. So, jetzt kommen wir zu den PS3-Spielen. Das wird aber ein kurzes Video, ich rede viel zu schnell. Mein Gott, also, willkommen zu den PS3-Spielen. Das erste ist White Knight Chronicles. Ist ein Rollenspiel, habe ich auch noch nicht gespielt, das ist die PG-Version. Du brauchst jetzt nicht einschlafen. Aber ich finde es sehr gut und ich werde mir auch noch den zweiten Teil kaufen. Da ist der Teil nochmal drauf, aber kennt ihr das? Ich wollte ihn lieber nochmal extra einzeln als Spiel haben. Kennst du das? Oder? Wenn man Geld zu viel hat, ja. Das hat mich 10 Euro gekostet. Ja, und 10 € haben. Und ein PSP-Teil gibt es davon. Der spielt 10.000 Jahre vor dem Teil und deswegen werde ich den mir auch. 10.000 Jahre? Ja. So lange gibt es die PSP schon. Oh ja.
Bis, dann kommt die nächste, kommt die neue. Ah ja, und hier, tolles Spiel. Also, ich habe letztens, wo ich das Video gemacht habe, alleine, ne, habe ich immer gesagt, Alice. Alice. Ja, es ist Alice. Alice im Wunder. Das heißt aber nicht Alice im Wunderland, sondern Alice Madness Returns. Ich finde das Spiel sehr gut. Viele Hefte oder Magazine oder Internetseiten haben geschrieben, oh, das Spiel hat seine Macken, die Optik ist nicht schön. Ist ein altes Jump-and-Run-Elemente hat das nur und Synchron wäre nicht gut. Also ich muss sagen, man merkt dem Spiel an, dass das voll mit Liebe gemacht wurde. Die Optik ist zwar nicht so bombastisch, aber ich finde es schön gemacht. Die Synchron finde ich gut, das Spiel macht mir Spaß. Ich habe zwar noch nicht durch, aber weil ich nicht viel spiele in letzter Zeit. Aber ich spiele das weiter, weil mir gefällt. Ich finde auch die Steuerung nicht so schwer, wie die immer gesagt haben. Also ich konnte jetzt bis in den Jump-and-Run-Einlagen, konnte ich ganz easy weiterkommen, ohne dass ich da irgendwie oft gestorben wäre oder so. Die Kamera, da gibt es öfters Beispiele, dass die Kamera nicht optimal ist. Der größte Kritikpunkt, wisst ihr ja, ist die Anleitung. Ich finde das von ihr immer noch schlimm. Aber das Spiel selbst, also ich glaube, die Maniac hat dem Spiel 55% gegeben oder 53 oder 59, irgendwas mit 50. Total unterbewertet. Da zeigt sich wieder, dass Spielemagazine heute nicht mehr objektiv bewerten können. Da geht es nur noch um Optik, um eine scheiß Spieldauer. Weißt du, ein Spiel, was 2 Stunden geht, aber eine geile Optik hat, kriegt 90%. Ein Spiel, was lange geht, aber die Optik nicht so gut ist, das kriegt 50% oder der Duke 77%. Also traurig, traurig, traurig. Ja, und dann sind wir schon bei Duke Nukem Forever. Von Gearbox weiterentwickelt. Duke Nukem. Hallo Leute. Ne, der Duke Nukem hat eine coole Sprache. Auf Englisch noch. Sprache? Aussprache. Stimme. Stimme, Sprache. Sprache. Ich habe mir ja die Collector Edition geholt, da gibt es auch ein Video dazu. Könnt ihr bei meinen Unboxings in der Liste gucken. Ist auch so ein Spiel, wenn man alle sagen, ah, die Optik ist nicht so gut, aber wenn man bedenkt, wie die vor ein paar Jahren aussah, wo das so in der Entwicklung war davor, von anderen Entwicklern, muss man sagen, hat Gearbox was echt Gutes raus noch gemacht. Ich finde die eigentlich nicht so schlimm. Und dass das kein Killzone oder Crysis ist, ist auch klar. Oder ein Halo. Aber es ist für sich ist es sehr gut. Und es hat auch sehr viel Humor, finde ich, das Spiel. Okay, es ist so Macho-Humor wahrscheinlich eher. Weil zum Beispiel, man trifft am Anfang des Spiels einen Jungen, der will ein Autogramm von Duke, und dann kann man dann irgendwas reinschreiben, man kann da was weiß ich reinmachen. Ich habe nur einen Strich reingemacht, dann hat der Junge gesagt, oh, danke Duke, du bist so cool. Also ich finde das so cool, das Spiel. Das Ende ist ein bisschen, naja, aber das Spiel ist cool. Schon durch, oder was? Ja. Transformer, Kampf um Cybertron, das habe ich schon einmal durch mit den Decepticons. Gefällt mir sehr gut, und jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich Transformer mag, aus meiner Kindheit eben was, und er ist sehr gut gemacht. Die Synchronstimmen sind nicht alle optimal gewählt, aber ich finde es trotzdem sehr gut. Ja, ich finde es... Was willst du zeigen? Da sind auch so Adern drin. Oh, in dem Spiel? Ja, das war hier so Wellen, ich weiß auch nicht warum. PSP eben auch. In Balken PSP, das ist manchmal eben so. Ja, es war ein tolles Spiel und gibt es ganz... Ganz, ganz günstig. Was ich hier kritisieren muss, wo das Spiel, das braucht erstmal sehr viel Speicherplatz der PS3. Und dann, dass das bis sicher sich installiert hat. Boah, da geht Zeit drauf. Aber das Spiel ist es wert. Andererseits ist Stan Bush dabei. Genau, andererseits ist am Ende Stan Bush dabei. Und ich sagte ehrlich, wo ich das letzte durch hatte, ne? Habe ich das hier voll aufgedreht. Ja. Wunder, dass die links nicht gekommen ist. Ja, First of the No Star, Ken's Rage, ist die PG-Version. Habe ich immer noch nicht gespielt. Achso, ist geschnitten jetzt oder was? Also ich glaube, der SSJ4 Lobo hat mir gesagt, das kann man in Option umstellen. Also ist, glaube ich, nicht geschnitten. Cool. Ja, finde ich auch cool. Ist so wie Dynasty Warrior und sowas mag ich. Und das geht auch zu zweit, aber ich glaube, es geht nicht richtig in Story-Modus. Das hat mir jemand geschrieben zu zweit. Aber trotzdem, macht Spaß. Ich habe die Demo gespielt, habe ich einen Kampf gegen Endgegner. Und die hat mir gefallen, die Sache. Kann man sich kaufen, wenn man es günstig kriegt. Also die deutsche Version ist immer noch ein bisschen teurer, aber die ist auch in Deutsch. Ja, und dann noch Rang-Crash. Vanguish. 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 Squishy Mark. Squishy Mark. Ja, ein cooles Spiel von Shinji Kami und Platinum Games. Sehr cool. Ist zwar linear das Spiel, aber ist sehr geil gemacht. Sollte man haben, kriegt man auch so. Was meinst du? Was machst du mit deiner Hand? Beweg mal. Sieht leicht, man leider nicht. Leicht, leicht. Sehr okay. Cool. Sehr gut gemacht. Am Anfang war es schwer, aber wenn man die ganze Steuerung raus hat, ist das Spiel. Absolut geil. Hat sich leider nicht gut verkauft. Kriegt man so zwischen 18 und 20 Euro. Auch aufgedruckt? Nee. Doch. Sind hier leider auch. Das finde ich so blöd. Schwachsinnig. Wenn das doch hier drauf ist, muss du da nicht mehr drauf machen. Ja gut, wenn du es aber gebraucht verkaufen willst. Ja, ist ja trotzdem der Schuh dabei. Naja. So, nicht unbedingt. Das waren meine, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele waren. Die Spiele aus dem Monat Juni.
Das war's von mir. Ich hoffe, der Pater hat euch... 14 Spiele. Hä? 14. 14 Spiele, hat schon nachgezählt, mein Kameramann. Ja, der Part hat euch gefallen und ich sag auf Wiedersehen. Kommentiert und bewertet, guckt euch die anderen Videos an. Und macht's gut, Leute. Tschüss.